Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge und heute haben wir ein kleines Tutorial zum Thema, wie setze ich eigentlich Hologramme. Ganz oft werde ich gefragt, wie man ein Hologramm setzt und eigentlich ist es gar nicht so schwer, wir brauchen nur 7 Befehle und wenn man die kennt, ist alles easy. Und der erste Befehl, den ihr braucht, und das ist ganz essentiell, ist der Befehl /player-holo. So, mit player-holo kriegt ihr nämlich hier im Chat alle Befehle angezeigt, die es gibt. Und auch, wie ihr sie ausführen müsst. Ja, zum Beispiel Create Holo, Nummer und Text. Was das bedeutet, zeige ich euch gleich. Aber erstmal machen wir einen anderen Befehl, nämlich /player-holo-list. Ich habe nämlich schon Hologramme und ich muss wissen, wie viele das schon sind. Also machen wir /player-holo-list. Und jetzt sehen wir, du besitzt folgende Hologramme, nämlich 1. Ein Hologramm. Und das ist überschaubar, aber das ist auch gut so, denn wir wollen ja jetzt noch eins erstellen. So. Und wir machen jetzt folgendes, wenn wir eins erstellen wollen, stellen wir uns dorthin, wo wir das Hologramm gern hätten. Hier stehe ich jetzt direkt vor dem Rouge Shop, ja, auf CB16, also machen wir folgendes, wir machen /create-holo, also erstelle Hologramm, 2, weil das zweite Hologramm ist. Wir haben eben in der Liste gesehen, 1 habe ich schon, also geben wir jetzt die 2 ein, weil es das zweite Hologramm wird. Und dann geben wir den Text ein, zum Beispiel, willkommen im Rouge Shop. Ausrufezeichen. Zack. Und schon steht hier Willkommen im Rouge Shop. Na? So, das Ganze kann man natürlich auch farblich machen. Ihr kennt das mit den und 1 und 2 und 3 und B und A und C Befehlen. Also die Farbtabellen, die könnt ihr euch im Internet raussuchen für Griefer Games oder für Minecraft generell. Und dann könnt ihr das Ganze auch farblich gestalten oder fett schreiben oder ähnliches. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit noch zu sagen, okay, das ist schon ganz nett, aber eigentlich wollte ich gern, dass der Name des Spielers da mit drin steht. Ja, also willkommen Rouge 83 im Rouge Shop zum Beispiel. Dann können wir folgendes machen. Dafür gibt es den Befehl /editline. Also eine Zeile in einem Hologramm editieren. Und dann muss ich erstmal angeben, um welches Hologramm geht es eigentlich? Welches Hologramm will ich bearbeiten? Okay, Editline Holo 2. Wir haben es ja Holo 2 genannt, also /Editline 2. Dann welche Zeile? Zeilen bekommen wir gleich noch dazu. Zeile 1 in dem Fall. Wir haben nur eine Zeile. Und dann geben wir hier ein. Wir machen das gleich bei der Gelegenheit auch noch farbig. Das heißt, wir machen hier mal und 5. Willkommen. Und jetzt geben wir ein, damit immer der aktuelle Name von demjenigen, der das Plot betritt, angezeigt wird. Geschwungene Klammer, das ist die bei der 5 auf der Tastatur, dann Display Name und dann die geschwungene Klammer wieder schließen im Rouge Shop. Ausrufezeichen. So, jetzt haben wir das Ganze schon ein bisschen an. Ach, seht ihr, jetzt habe ich noch einen Fehler gemacht. Nach dem Display Name hätte ich nochmal und 5 als Farbcode eingeben müssen. Ist aber nicht schlimm. So ist eigentlich auch ganz nett. Willkommen Streamer Rouge 83 im Rouge Shop steht jetzt hier. Ja, finde ich schon gar nicht schlecht. Beziehungsweise, wir können ja nochmal Editline machen und sagen, wir lassen die und 5 weg und machen einfach mal und B da rein. Zack. Jetzt haben wir 3 Farben. Wir haben einmal das Willkommen in hellblau. Wir haben den Streamer Rouge 83, der sich aus dem Präfix ergibt, von der Farbe her, und im Rouge Shop in weiß. Also das könnt ihr mit den Farben variieren, wie ihr wollt. Jetzt reicht mir das aber vielleicht nicht und ich möchte gerne noch was da stehen haben. Dann kann ich folgendes machen, und zwar /Adline. Wir wollen noch eine weitere Zeile hinzufügen, und zwar beim Hologramm 2. Das ist ja das, was wir gerade bearbeiten. Und in der zweiten Zeile soll stehen und hier mache ich mal für Rot. Hier gibt's die besten Preise auf CB16. Zack, und schon haben wir eine zweite Zeile drunter stehen. Und das heißt, willkommen zu dem Rouge 83 im Rouge Shop. Wenn ihr jetzt kommt, da steht euer Name dort und nicht Rouge 83. Das ist immer der aktuelle Name, der dort angezeigt wird, von demjenigen, der das Blog betritt. Und hier gibt es die besten Preise auf CB16. Und wenn wir sagen, das reicht mir immer noch nicht, ich habe immer noch eine Botschaft zu setzen, dann können wir wieder machen, Adline. Und dann machen wir Adline 3 für die dritte Zeile und geben einfach ein und 2. Viel Spaß beim Shoppen. So,
hast die Zeile erfolgreich hinzugefügt, aber wieso wird sie mir nicht angezeigt? Was habe ich falsch gemacht? Ach so, nein. Headline 2 natürlich. Entschuldigung. Wir sind ja im zweiten Hologramm. Also Headline 2 und schon steht da viel Spaß beim Shoppen. Jetzt habe ich 3 Hologramme da stehen und das sollte reichen. Jetzt ist mir nur gerade bewusst geworden, wenn man auf den Rouge Shop kommt, PH Rouge Shop, dann steht man ja nicht da, wo wir gerade standen, sondern man steht hier. Das ist natürlich nicht optimal. Das heißt, ich möchte das Hologramm woanders haben. Und zwar, wenn man hier drauf kommt, soll das hier vorne stehen und vielleicht auch ein kleines bisschen höher. Also machen wir einfach Folgendes. Wir holen uns erstmal irgendeinen Block. Hier, ein bisschen Lapislazuli. So, das reicht schon. Dann gehen wir hier hin und setzen uns den Block hier hin, stellen uns ein bisschen nach oben und machen hier / Move Holo. So, ihr könnt nämlich die Höhe variieren und ihr könnt den Ort variieren, je nachdem, wo ihr steht. Also das Hologramm orientiert sich bei der Bearbeitung daran, wo ihr steht. Jetzt sagen wir einfach Move Holo 2. Na, hat das gemacht? / Move Holo 2. Ja. Ach so, da ist es ja. Genau, und jetzt haben wir das Hologramm da. Wir können unseren Block hier wieder abbauen. Und wir haben das Hologramm hier vorne stehen. Also ganz easy, wenn man sich irgendwo anders falsch hingesetzt hat, das Ding wieder zu löschen, zu bewegen. Ganz, ganz, ganz easy. Und wem das Ganze noch nicht reicht, der jetzt sagt, okay, ich kann das alles editieren, ich kann jede Zeile editieren. Achso, wenn ich eine Zeile editieren will, das zeige ich auch noch schnell. / edit line Hologramm 2, Zeile 2. Und jetzt können wir den Text nochmal einflussen und sagen, und 4, rot wollen wir behalten, aber hier gibt's die allerbesten Preise. Ausrufezeichen, der Text gefällt uns vielleicht besser. Machen wir das so und schon haben wir es angepasst. Na, also auch die Zeilen könnt ihr ändern, müsst ihr einfach nur sagen, welches Hologramm und welche Zeile ihr ändern wollt. Easy peasy. Wenn ihr jetzt sagt, okay, gefällt mir nicht mehr nach 4 Monaten, ich will das ganze Hologramm nicht mehr haben, das stört mich hier irgendwie, oder ich will das Plot verkaufen und will das Hologramm vorher löschen, dann macht ihr einfach Folgendes. / delete, holo und gebt die 2 ein für das zweite Hologramm und weg ist es. Das ist alles, das ist der ganze Zauber. Hologramm setzen ist also wirklich nicht schwer, kann jeder von euch machen. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Däumchen da und aktiviert doch einfach die Glocke und abonniert den Kanal. Dann freue ich mich über neue Abonnenten und ihr verpasst nicht mehr an tollen neuen weiteren Videos. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Euer Rouge83. Ciao, haut rein.